So, hallo und willkommen hier zu einem neuen Video, zu einem neuen Part von Life is Strange True Colors. Einem der wahrscheinlich letzten Parts. Wir sind immer noch im zweiten Kapitel und wir müssen jetzt Mac ein bisschen nerven. Und dafür müssen wir erstmal zu Riley gehen und da mal irgendwie sowas rausfinden, damit wir den Mac ein bisschen auf den Zahn fühlen können. Letztes Mal haben wir Riley, ich glaube, da hinten gefunden, auf einer Bank auf jeden Fall. War es diese kleine Nebengasse oder nicht? Ja, genau, hier war es. An dieser Wand hier und da hinten sehen wir sie schon. Da ist sie ja immer noch. Und wir sprechen sie Danke, dass wir gleich kurz wieder reden an. konnten. Danke, dass du mich lässt. Danke, dass wir kurz reden konnten. Okay, wir haben mit Riley gesprochen. Mit Riley über Max Angst sprechen. Ja. Vielleicht weiß Riley etwas, das ich gegen Mac einsetzen kann. Ach so, vielleicht kann ich damit L2. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Willst du über Mac reden? Ja, verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält, als würde er etwas verstecken. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann. Ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Riley. Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Bis bald, ja? Ja. Wann immer Ja, du stelle meinst. Mac zur Dass Mac Rede. abhauen will, finde ich ziemlich verdächtig. Ich wette, das könnte ich nutzen, um ihm Angst zu machen. So, dann gehen wir doch mal zu Mac und schauen mal, was er zu sagen hat. Wenn er immer noch da ist. Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Okay. Alles andere erledigen. Ja, das klingt interessant, weil ich habe doch alles andere erledigt, oder nicht? Oder? Ich glaube schon. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Ich bin bereit. Okay, dann mal los. Hoffe ich. Ich Deine glaube schon. Ex-Freundin hat mir von deinen Plänen erzählt, die Stadt zu verlassen. Unschuldige tun so etwas nicht, Mac. Es ist nicht. Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Ja, das ist die eine, die wir mal getroffen haben. Ist es oder nicht? Teifen.
Überwachungskamera von Typhon? Fuck. Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Typhon sieht alles. Die ganze Stadt gehört. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Oh, das habe ich gar nicht gelesen. Ah nee, das steht auch nicht in der Zeitung. Das ist so wie alle Ehre sie. Gemochter Bewohner gekillt von einem Loser. Ja, gemochter, das ist auch in Deutsch. Ah, ihr wisst, was ich meine. Beliebter. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Riley? Hätte es doch bloß dich getroffen. Alex? Nein, da draußen sind Leute, verdammt. Ich hab doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Die mich auf der Trauerfeier angesehen haben. Die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Boah, es ging um Rache. Typhon übt Druck aus. Du warst eifersüchtig. Ich denke mal, Typhon übt Druck aus. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Du musst mir glauben. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen, aber hat er das wirklich verdient? Ich würde sagen, wir beruhigen ihn mal ein bisschen. Okay, Mac. Komm schon. Hätte ich das wählen sollen. Okay? Unser Bruder wurde ermordet. Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon. Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf.
Hey. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Jetzt hier mit Steph? Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie mit Steph gesprochen hat, aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich mitbekommen, ob man es irgendwie gesehen hat, ob es irgendwo angezeigt wurde. Ah nee, okay, nicht mit Steph, mit Rick. Du hattest recht. Oder Ricky. Mit Typhon und Mac. Alex. Ryan, sorry, nicht Rick. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Es ist egal! Ich komme immer wieder her und gehe alles durch. Aber es endet immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Ja, was sollen wir nehmen? Du hast mich gerettet, du hast Ethan gerettet, das ist Typhons Schuld. Du hast mich gerettet. Ryan, ich verdanke dir mein Leben. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Gabe in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feigling. Ein absoluter Versager. Du musst aufhören, dich zu quälen. Du hast alles getan, was du konntest. Ist doch egal. Gabe ist tot. Meinetwegen. Gabe, es tut mir so leid. Gabe hat dich geliebt, Ryan. Er würde dir vergeben. Das weißt du. Du bist nicht allein. Wow. Warte, da gibt es einen Typen im Gorilla-Kostüm? Springt der auch von der Klippe und in den Pool?
Nein, nein, der jagt einen Typen im Bananenkostüm. Und der Typ springt von der Klippe und in den Pool. War das ein mexikanisches Restaurant? Nee, nur vom Namen her. Das Essen ist, naja, grauenvoll. Aber Gabe liebt den Laden. Er ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Du bist doch hergekommen, um mir zu sagen, dass ich recht hatte. Wegen Mac und dem Anruf. Woher wusstest du es? Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Und es ist leichter, es dir zu zeigen, als es zu erklären. Es wird etwas seltsam. Und dann so richtig. Vertraust du mir? Okay. Denk an was Trauriges. So herzschmerzmäßig traurig. Konzentrier dich, bis du es fühlst. Lachen. Du hast noch nie jemanden so zum Lachen gebracht. Du bist traurig, dass du es nie wieder hören wirst. Es war nie langweilig. Alles, was wir so angestellt haben. Dieses Mal verabschieden wir uns richtig. Woran auch immer du denkst, genau jetzt. Hör nicht auf, okay? Oh, sorry Leute, war ich jetzt die ganze Zeit gemutet? Mach weiter. Ich wollte nur kurz aufs Telefon schauen. Also aufs Telefon da in-game, weil rechts unten ist es aufgetaucht. Darum dachte ich, ja, vielleicht habe ich irgendwas Wichtiges, aber nee, da war gar nichts. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich gemutet war oder nicht. Welche Emotion ist das? Irgendwie zusammensetzen kann? Was denkst du, wie tief? Tiefer als das. Die Mounties erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mounties?
Oh, ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Na, du hast dich so schön reingehängt. Ja, sorry Leute, das haben wir jetzt gerade angehört, aber was denkst du, wie tief? Irgendwie konnte ich nichts anderes auswählen. Die Mautis erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mautis? Oh, ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Na, du hast dich so schön reingehängt. Oh, das ist eine Menge Blut, oder? Gabe, das ist ernst. Eine Kanada-Gans zu töten, verstößt gegen internationales Recht. Sei still, das ist keine. Das sind Kanada-Gänse, Gabe. Eigentum der Krone. Der Krone von... Eigentum der Krone, Gabe. Was machen wir jetzt? Okay, das war mal ein bisschen die falsche Reihenfolge auf alle Fälle. Da unten ist die Gans. Gabe, Gans. Ich sehe sie. Sie wird sich bewegen. Sie bewegt sich nicht. Sie wird sich bewegen. Gabe! Also, habt ihr die Gans beerdigt oder nicht? Okay, und dann Eigentum der Krone? Echt? Naja, genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel. Da weiß ich nicht, woher sie das weiß. Aber wie? Ich bin so eine Art Freak, oder? Etwas stimmt nicht mit der Art, wie ich die Emotionen anderer Leute verarbeite. Ich sehe diese Auren, glaube ich. Und manchmal ist die Emotion eines Menschen so stark. Und das infiziert mich. Und ich fühle es dann auch. Und das hast du jetzt gerade gemacht. Mit mir. Mit dir ist alles in Ordnung. Du bist eine Zauberin. Es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen. Aber das... Das war pure Freude. Wer weiß noch davon? Ich hab's niemandem erzählt. Bis jetzt. Deswegen weiß ich, dass Mac Angst vor Typhon hat. Er meldete Gabes Anruf, aber sie ignorierten es. Jetzt zwingen sie ihn dazu, dich zu halten. Okay, aber wieso? Weiß ich noch nicht. Jemand hat entschieden, die Explosion stattfinden zu lassen. Herauszufinden, wer, wäre schon mal ein guter Anfang. Also, legst du dich mit Typhon an? Ich kann dir helfen. Das musst du nicht. Jetzt hast du mich am Hals.
Ja, wieder Handschlag oder umarmen? Ja, komm, dieses Mal umarmen. Jetzt weiß er nicht, wie umgehen. Klar, gern geschehen. Ja. Danke. Vielen Dank. Nein. Danke dir. Ja, beim ersten Mal haben wir wahrscheinlich alle umarmen genommen und dieses Mal bestimmt alle Handschlag, oder was? Ja, wobei ich glaube, hier haben auch die meisten umarmen genommen. War das schon das Ende des zweiten Kapitels? Ich bin mal gespannt. Ladet relativ lange? Nö, noch nicht. Das hier ist für dich, Gabe. Ich vermisse dich. Steph hat irgendwie immer die Mütze auf. Das gibt's ja nicht. Gibt ja irgendwie so Leute, die immer eine Mütze aufhaben. Ich habe heute Morgen nichts gesagt. Mac ist auch dabei. Ich konnte es nicht. Zu hören, wie alle von ihm erzählten. Von dem Leben, das er hier hatte. Mit euch allen. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Ich sagte, ich wüsste nicht, ob ich hierher gehöre. Er sagte mir, ein Zuhause findet man nicht einfach. Man baut es auf. Ich lieb, Gabe. Coole Musik, finde ich. Sehr, sehr cool. Eine lustige Info habe ich noch zur Musik dann. Ja, okay. Das war jetzt das zweite. Okay. Interessant. Ja, zur Musik. Also ich finde die Musik richtig cool in diesem Spiel. Was ich noch sagen wollte, ist, betreffend der Musik ist ziemlich lustig. Es gibt ja einen Streaming-Modus. Das eine, was ja richtig cool ist, wir haben ja letztes Mal gesehen, dass man, wenn man über Twitch streamt, das mit Twitch verbinden kann und dann die Community abstimmen kann, was ich mega, mega cool finde. Auf der anderen Seite gibt es einen Streaming-Musik-Modus, wo die lizenzierte Musik, das war jetzt nämlich mal so ein Song, deaktiviert wird. Was passiert dann in jedem anderen Spiel? Es kommt alternative Musik, so lizenzfreie Musik oder speziell für Spiel komponierte
Bello-Musik, sage ich jetzt. Warum Bello? Weil wenn sie speziell geschriebene Musik für das Spiel ist, dann nimmt man ja keine lizenzierte. Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Hier wurde es einfach so gemacht, offenbar, dass dann einfach Stille ist. Und das ist ziemlich weird. Könnt ihr mal schauen bei großen Streamern, die das natürlich ausgeschaltet haben, weil die Angst vor Strikes haben. Bei einem kleinen Kanal passiert da nichts wie bei mir. Da wird halt einfach, verdienst du nichts mit. Ich verdiene eh nichts mit YouTube. Und ja, ist ziemlich lustig. Dann ist einfach still. Also zum Beispiel da, wo die Platte aufgelegt wird, das müsste bei mir beim ersten oder zweiten Part gewesen sein, wo die so abdancen, da ist einfach gar nichts, wenn man den Streaming-Modus aktiviert. So, jetzt schauen wir mal Statistiken an. Alex hat Mac mit seiner Panikattacke geholfen. Da haben wir tatsächlich 96% haben so gestimmt. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so klar ist. Eleanor hat Gabes Tod vergessen. Alex hat Eleanor daran erinnert. Krass, da waren wir in der Unterzahl. Dann gibt es da drei Entscheidungen. Charlotte hat Typhons Vereinbarung unterschrieben. Charlotte hat Typhons Geld nicht angenommen. Charlotte hat Typhons Vereinbarung unterschrieben, nachdem Alex sie nicht besuchte. Okay, das haben 0%. Also jeder hat die besucht. Krass. Okay. Dann, Alex hat einen ruhigen Moment beim Doc genossen. Alex hat sich nicht beim Doc hingesetzt. Okay, da haben wir was verpasst offenbar. Alex hat die Wohnung aufgeräumt. Ja, knapp in der Überzahl. Alex hat das Album auf Gabes Gedenktafel gelegt. Alex hat das Foto auf Gabes Gedenktafel gelegt. Alex hat nichts zur Gedenktafel hinzugefügt. Okay, ja, haben wir auch was verpasst. Alex hat ein glückliches Gesicht auf der Dartscheibe hinterlassen. Alex hat ein trauriges Gesicht auf der Dartscheibe hinterlassen. Alex hat sich die Dartscheibe nicht angesehen. Ja. Alex nannte sich für das Lab Alexandra, Alto, Alvin. Notiz nicht an. Ja, da haben wir uns Alvin genannt. Alex hat einen Moment lang an Gabe gedacht. Alex hat nicht am Tisch auf dem Dach gesessen. Ja, wir sind hochgegangen zur Terrasse. Aber ich dachte ja, da kann man nichts tun. Also man kann da so viel noch so hidden finden. Also so ein bisschen versteckt. Krass auf alle Fälle. Ja, Freunde, wie alt ist der Part? 30 Minuten schon wieder? Ich würde sagen, wir beenden ihn hiermit. Wir beenden aber das Projekt noch nicht. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das der 8. Part müsste das sein. Ich würde sagen, wir machen schöne 10 Parts. Wir machen 10 Parts und dann schließlich ab im 3. Kapitel. Das Spiel hat 5 Kapitel, also wir sind jetzt noch nicht bei einer Hälfte. Ich würde sagen, 2 Parts machen wir noch. Und dann beende ich dieses Projekt halt dann ein bisschen offen. Aber es macht so viel Spaß, 2 Parts würde ich noch aufnehmen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.